Ich bin wieder in Skibidi Tower Defense und ihr werdet es mir nicht glauben, wenn ich hier meine Lobby habe. Nämlich ist hier einfach Talantric. Und er hat mir gesagt, er hat seine eigene Unit bekommen in Skibidi Tower Defense. Weswegen ich mal gucken wollte, was denn seine Unit ist. Komm, ich zeig dir die Unit. Wir spielen jetzt eine Runde Toilet Town. Okay, dann muss ich mal gucken. Habe ich denn gute Units dabei? Scientist wichtig, Ibis Butlerman wichtig, Chief Drillman ist schon gut, Greater Titan Drillman ist auch gut. Wisst ihr was? Komm, das ist mein Team, ist mir egal. Wählen wir erstmal den Insane-Modus aus und platzieren erstmal von Anfang an den Evil Spotlight Man. Aber ich glaube, ich habe den auf die falsche Seite platziert, sage ich ehrlich. Aber lass uns erstmal ein paar Scientist-Cameramans platzieren. Und oh mein Gott, da platziert ja neben mir, ist er lost. Aber der hat bisher gar nichts platziert, wirklich nur seine Scientist. Ist die Talantric Unit so teuer? Oder warum lässt er meinen armen Evil Spotlight Man alleine mal lochen? Hier, der hat die erste Unit platziert, nehme ich den Trooper-Cameraman. Ja gut, ist keine krasse Unit, sage ich ehrlich. Aber immerhin unterstützt er mich. Dann kann ich auch endlich meine Scientists ein bisschen upgraden. Irgendwie funktioniert der Skip-to-Wave-Button hier oben nicht. Ich klicke die ganze Zeit drauf, es funktioniert nicht. Mal wieder ist Skibidi Tower Defense verbuggt. Wer hätte das nur gedacht? Bisher sieht es aber doch ganz gut aus, muss ich sagen. Oh, Talantric hat was geschrieben. Sorry, dass ich nichts platziere. Meine Unit kostet unendlich viel Geld. Ja gut, okay, das bringt nichts, wenn man verliert. Deswegen platziere was. Das sind Cloner-Toilets. Und er platziert erstmal den Titan Drillman. Ich hoffe, die nehmen die mal hoch. Beziehungsweise, was heißt die? Der nimmt die halt hoch und der hat die hochgenommen. Ja, gut, okay. Die Cloner-Toilet sind weg. Wir kommen auch schon weit. Auch die Strider-Toilet kamen schon weit. Wisst ihr was? Wir platzieren jetzt erstmal den Chief Drillman. Denn wir haben erstmal seine Ability, mit der wir erstmal im Fall der Fälle einen Upgraded Titan Drillman spawnen können. Was schon ziemlich wild werden könnte. Wenn er aber natürlich gemaxed ist. Was er leider nicht ist. Oh, das sind erstmal weitere Cloner-Toilets. Und ja, okay, die kommen schon ziemlich weit. Zum Glück haben wir aber hier hinten nochmal den Chief Drillman stehen. Oh, die wurden irgendwie deleted. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, das war der Evil Spotlight Man, oder? Muss? Das ist wild, dass der die so rasiert hat. Okay, uns fehlt noch ein Scientist Cameraman. Da haben wir alle gemaxed. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir den gemaxed. Perfekt. Und ich habe meine Unit, obwohl er so viel Zeit genommen hat, vor ihm gemaxed. Das ist schon wild. Aber mal gucken, was er jetzt als nächstes macht. Wir upgraden erstmal den Chief Drillman natürlich. Und ich glaube, er wird auch erstmal alle seine Units selber upgraden. Und ja, okay. Der den Trooper Cameraman gemaxed. 2250 DPS ist gar nicht mal viel. Der schießt zwar immer drei Schüsse. Das heißt, er macht vielleicht so 7750 DPS. Aber trotzdem ist es nicht so gut. Egal, upgraden wir erstmal den Chief Drillman nochmal. Und platzieren mal hier vorne den upgraded Titan Drillman. Und hier hinten nochmal, damit wir die eben stehen haben, den Titan Ohio Man. Ich habe den eigentlich auch nur mitgenommen, weil er eben Sniper hat. Ansonsten würde ich den auch nicht mitnehmen, sage ich ehrlich. Wir werden aber erstmal schön weiter unseren Upgrade-Titan Drillman upgraden. Denn wir brauchen natürlich AOE-Schaden, denn der Modus kann echt schwer werden. In den höheren Wellen, wegen dieser dummen TV-Claw-Toilet war das, glaube ich, die eben unsere Units einfach löschen kann. Ich hasse die, ist so schlimm. Wirklich, das ist die schlimmste Idee gewesen, die dieses Spiel hatte, diese Toilet einzubauen. Können wir eigentlich mittlerweile mehr Chief Drillmans platzieren? Und nö, wir können immer noch nur einen platzieren. Sehr nice. Weil auch ein Chief Drillman so stark ist. Ja gut, okay, seine Ability ist schon gut. Bis auf seine Ability ist halt nicht so stark. Oh, er hat eine neue Unit platziert, aber diesmal ist es nur der Astronaut-Man. Der ist gar nicht mal so gut. Also der dödelt schon ein wenig, bevor er die krasse Unit platziert. Nämlich sich selber. Da haben wir einfach Talantric als Unit mit einem Baseballschläger. Das ist schon wild. Aber der scheint ziemlich schlecht zu sein. 180 DPS ist jetzt nicht so viel. Das ist außerdem erstmal unseren Upgrade-Titan Drillman Max und dann erstmal den Chief Drillman nicht maxen, weil er zu teuer ist. Und okay, er hat erstmal sich selber geupgradet. Jetzt hat er eine Pistole. Die ist schon ziemlich realistisch aus, sage ich ehrlich. Dafür, dass es so ein Skibidi Toilet-Spiel ist. Gut, okay, Talantric ist Amerikaner normal. Dass er eine Pistole hat. Auf einmal hat er ein Gewehr. Was ist denn da los? Aber seine Range ist auch nicht schlecht. Eine 50er Range hat er. Ist nicht schlecht. Und da ist die TV Claw Toilet. Ich glaube, die kann uns löschen. Hat sie zum Glück nicht geschafft. Ha, Leute, ich stehe auf Talantric. Das ist wild. Dass man einfach auf ihn draufstehen kann. Es gibt anderen Units nicht, ne? Den hier kann man nicht draufstehen, bei dem auch nicht, bei dem auch nicht, bei dem auch nicht und so weiter und so weiter. Aber bei Talantric geht das, das ist wild. Jetzt haben wir auch erstmal den Chief Drillman gemaxed. Als nächstes machen wir weiter mit dem Titan Ohio Man. Und yo, was hat denn Talantric hier? Was ist denn das? Einen Raketenwerfer. Okay, das ist wild. Und ich sehe gerade erst jetzt hier oben nochmal den kleinen Talantric. Das ist witzig. Oh, und er hat erstmal Talantric gemaxed. Jetzt hat er erstmal eine kleine Pistole, die so Laser schießt. Okay. 48.000 DPS ist echt viel. Hey. Und dazu hat er eine 90er Range. Also der ist schon stark. Kann man auf jeden Fall sagen. Okay, Talantric schreibt wieder was. Wie findest du meine Unit? Ziemlich solide. Die ist echt nicht schlecht. Dann ist außerdem erstmal den Titan Ohio Man Max.
maxen. Das ging schnell. Hätte ich wirklich nicht mitgekriegt, dass es so schnell geht, den zu maxen. Nee, die ist eigentlich echt gut. Sogar 48.000 DPS. Und wie es aussieht, macht er eben Piercing-Schaden. Also der ist schon gut. Ich meine, der macht mehr Schaden als der Upgrade Titan Drillman. Mehr Schaden als der Chief Drillman. Na gut, okay, der hat auch nur Assassin. Hätte der wahrscheinlich Speed 3, wäre auch besser, würde ich schätzen. Aber trotzdem, der ist besser als all diese Units. Und das währenddessen er hier noch Piercing-Schaden macht. Das ist schon ziemlich gut. Lass uns dann aber erstmal einen weiteren Upgrade Titan Drillman platzieren, denn sein AOE-Schaden ist schon gut. Ich weiß jetzt nicht aber, ob er besser ist als der von der Telantric Unit, weil die Telantric Unit macht halt, wie gesagt, Piercing-Schaden. AOE-Schaden ist natürlich besser, aber das ist eher so auf einer Ebene. Da würde ich sogar sagen, dieser Extra-Schaden, den eben die Telantric Unit macht, macht schon einen immensen Unterschied aus, sage ich ehrlich. Yo, der hat erstmal einen weiteren Telantric platziert. Okay, das ist wild. Jetzt hat er... Was ist das? Warum hat er einen Raketenwerfer? Der ist gemaxed. Warum hat er einen Raketenwerfer? Das ist wild. Vielleicht ist es so manchmal random. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und was ist das hier? Raketenwerfer und das Maschinengewehr ineinander? Ja gut, okay. Wie kennen wir jetzt Gibby Town Defense sonst? Ist halt ein verbuggtes Spiel. Das ist halt das Ding. Anders kennen wir das Spiel wirklich nicht. Ich platziere aber erstmal weiter Titan Ohio Man. Wir haben auch erstmal die maximale Anzahl, glaube ich. An Titan Drillman. So, nö, haben wir nicht. Ich wollte schon sagen, jetzt haben wir die maximale Anzahl von Titan Drillman platziert. Hä? Und jetzt hat er auf der letzten Stufe eine Rifle. Also halt eben das Maschinengewehr. Ist das random oder ist das wirklich einfach verbuggt? Das würde mich jetzt interessieren. Ich glaube, das ist verbuggt, weil der schießt Laser. Das ist wild. Ich sehe außerdem, wie wild sieht das denn bitte aus? Oh, das ist sogar der echte. Aber hier die ganzen Telantric Units sehen schon wild aus, sage ich ehrlich. Lass uns dann nochmal zum Schluss einfach die restliche Map zubauen mit Titan Ohio Man, weil Geld haben wir genug. Die Frage ist, ob wir auch genug haben, um zu upgraden, weil wir müssen jetzt noch 4 weitere verkaufen. Weil wir müssen jetzt 4 weitere noch platzieren. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir das Geld dafür haben. Wir werden das aber herausfinden. Und okay, doch, das ging fit. Gut, Leute, Welle 50. Werden wir die mit Telantric Units hochnehmen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Da sind die Sekutastro-Toilets. Da sind erstmal die Quad-Toilets. Ja gut, okay, die werden echt ziemlich gut hochgenommen, sage ich ehrlich. Oh, okay, wir haben gewonnen. Ich sehe, ich habe auch Gems gerade bekommen. Es gibt ja eine neue Gem-Crate, die gottlos teuer ist. Also wirklich. 450 Gems für eine Crate sollte illegal sein. Das ist zu teuer. Vor allem dann für eine Chance von 96%, um den Trash zu bekommen. Ja, Mann, ganz bestimmt werde ich das machen. Das lohnt sich voll. Wir haben Commander Cameraman bekommen. Machen wir das nochmal. Und wir bekommen diesmal Commander Cameraman. Wer hätte das gedacht? Oh, Telantric hat wieder was geschrieben. Lass eine Runde 1v1. Du gegen mich. Wir wählen aber auf jeden Fall den Chief Drillman ab, weil er ja verbuggt ist in dem Modus. Und wählen dann erstmal... Boah, das ist eine gute Frage. Welche Unit nehmen wir dann anstelle des Chief Drillmans? Denken wir den Scientist Drillman, damit wir mehr Geld bekommen. Und ansonsten passt das, glaube ich, sogar. Titan Ohio Man mit Upgrade Titan Drillman sollte passen. Wir fangen erstmal damit an, dass wir den Evil Spotlab Man platzieren. Und ich sag's euch, Leute. Hätten wir doch den Chief Drillman mitgenommen, dann wären wir wirklich verbuggt. Weil das ist exakt die Seite, auf der ich stehe, wo eben meine Ability, der Upgraded Titan Drillman, nicht auf meiner Seite wäre, sondern auf der Gegnerseite. Yo, der ist schon am struggeln. Schaut ihr das an? Embarrassing. Embarrassing. Tja, und er muss erstmal dort hinten den Telantric platzieren. Seht ihr das? Und die kommen trotzdem durch. Embarrassing. Upgraden wir erstmal weiter unsere Scientist Cameramans. Und okay, der hat erstmal dort vorne den Telantric mit der Pistole platziert. Ja, der Telantric könnte wirklich ein Problem für uns werden, sage ich ehrlich. Weil die Telantric Unit ist wirklich nicht schlecht. Egal, platzieren wir erstmal unseren Chief Drillman. Wir haben erstmal die Geld-Ability, sehr wichtig. Und auch wenn er eine Telantric Unit hat, wir werden jetzt erstmal ein paar alte Männer zu ihm bestellen. Ja, was willst du gegen alte Männer machen? Schauen wir uns das an. Schauen wir uns das Debakel an. Wenn die überhaupt durchkommen, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben nicht so viele Leben. 2.500 ist nicht so... Okay, die sind weg. Ich wollte gerade sagen, die sind, glaube ich, nicht so viel. Jetzt sehen wir übrigens hier nochmal den Chief Drillman. Ganz wichtig. Safety first, Leute. Und was denn erstmal zwei alte Männer zu mir bestellt? Okay, das ist schlecht eigentlich. Weil wir haben nur den Upgraded Titan Drillman. Oh, was? Der Evil Spotlerman hat beide hochgenommen. Der ist so OP. Also wirklich, Leute. Evil Spotlerman auf Sniper zu verzaubern, war die beste Investition meines Lebens. Also wirklich. Graden wir aber dann erstmal weiter unsere Scientist Cameramans. Platzieren jetzt nochmal ein paar alte Männer bei Telantric. Mal gucken, werden die diesmal Probleme machen? Ich glaube nicht, sage ich ehrlich. Ich glaube, die werden kein Problem machen. Und nö. Schade. Aber die Telantric Unit ist halt auch zu stark. Die ist halt nicht trash. Die ist sogar wirklich gut. Vor allem, weil die eben Piercing-Schaden macht. Ich habe halt nur meinen Upgraded Titan Drillman mit AOE-Schaden, leider Gottes. Der ist zwar schon gut, aber nicht so gut. Und da sind Clowner-Toilets. Die haben sogar wirklich gut Leben. Oh, wie sieht es bei Telantric aus? Wird er die überleben? Der sieht aus, als ob er gerade richtig am struggeln wäre. Der platziert sogar jetzt erstmal eine Titan Drillman, aber kommt trotzdem eine durch. Da kam die
trotzdem durch. Kann die bei mir durch? Nee, okay, wir haben die hochgenommen. Ich wollte schon sagen. Denke ich schon AOE-Schaden? Nee, haben wir nicht mit einem Great Titan Drillman. Kann ich eigentlich noch eine Scientist upgraden? Nö, die sind zu teuer. So, das ist jetzt die Frage. Werden die hinteren den hochnehmen oder kommen da jetzt zwei Clowner-Toilets raus? Das wird mich interessieren. Und da kamen zwei raus. Oh mein Gott, das ist Jover. Was ein Opfer. Wahrscheinlich einfach kein Geld gehabt oder so, den zu upgraden. Was ein Opfer. Lass uns erstmal hier Upgrade Titan Drillman nochmal upgraden. Machen wir weiter mit dem Scientist Cameraman und platzieren erstmal wieder ein paar alte Männer. Denn wir brauchen Kohle. Und nein, der spawnt bei mir auch alte Männer. Was ist denn das? Ah nee, das waren normale alte Männer. Das sind die gespawnten. Achso, können wir eigentlich hier, ja genau, wir können auch einen weiteren alten Mann spawnen. Sehr wichtig. Am Ende wird das gleich so ein alter Mann-Exchange sein. Eine spawnt einen alten Mann, kriegt genug Geld, um den alten Mann zu platzieren und immer so weiter, immer so weiter. Ich wette, dass es gleich zu sowas mutieren wird. Tatsache, da sind schon die ersten alten Männer. Ich hab's doch gesagt. Jetzt kommen wir upgraden, aber erstmal den Zeit des Cameraman weiter. Oh, wir haben wieder Ability, sehr wichtig. Wir müssen auch den Zeit des Drillman wieder upgraden, weil desto weiter wir ihn upgraden, desto mehr Multiplikatoren kriegen wir am Ende. Das ist halt sehr OP, das Scientist Drillman. Let's go, jetzt upgraden wir den, sehr wichtig. Können wir noch einen maxen? Ja gut, okay, jetzt haben wir alle Scientists auch gemaxt. Aber wir müssen auf jeden Fall, super wichtig, auf das nächste Upgrade, das Upgrade Titan Drillmans gehen, weil er eben dann endlich AOE-Schaden hat und wir eben uns weniger Kopf machen müssen. Das steht hier, wieder ein Clowner-Toilet. Ist ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Aber das Gute ist halt, wir haben Evil Spotlerman, der eben die alle verlangsamt. Das ist halt sehr hilfreich. Und wir haben die Clowner-Toilet hochgenommen. Kamen die bei ihm durch? Nee, diesmal nicht. Aber das ist noch ein alter Mann. Okay, das ist wild. So, wir können jetzt aber erstmal den Upgrade Titan Drillman upgraden. Lass erstmal weiter alte Toilets spawnen, um den guten Mann hochzunehmen. Aber auch wenn die Talentic Unit so stark ist, ich glaube, die kostet ihm zu viel. Weil sonst wäre er doch viel weiter schon. Das ist eine einzelne Old Toilet. Was, du kriegst hier eine Old Toilet? Als kleiner Rachefeldzug. Nee, ich glaube wirklich, der hat einfach Geldprobleme. Egal, wir upgraden nochmal den Zeit des Drillman. Jetzt kriegen wir noch mehr Geld. Einfach 1,75er Multiplikator. Ist schon wild. Jetzt haben wir nochmal den Upgrade Titan Drillman gemaxt. Und ich glaube, wir sollten dann selber fokussieren, ihn mit alten Männern zu bombardieren. Das ist die Boss-Toilet. Kommt die bei ihm durch, ist jetzt meine Frage. Wir können nochmal einen alten Mann platzieren. Und kommt die Boss-Toilet durch? Nee, okay. Der hat die hochgenommen. Wir haben die auch hochgenommen. Sehr wichtig. Und ey, der hat mir alte Männer platziert. Oder warum sind hier so viele gewesen? Ja, ich weiß ganz genau, dass noch ein alter Mann. Ich hab's doch gesagt. Der hat alte Männer platziert. Wisst ihr was? Wir haben echt viel Geld. Lass mal probieren, ein paar Boss-Toilet zu platzieren und dann erstmal ein paar Witches. Egal, wie viel Geld wir jetzt verlieren. Wir sind jetzt unter auf $250. Das ist eigentlich sehr schlecht. Wir kriegen noch $50. Wir haben halt sehr gute Scientists. Deswegen können wir uns das leisten. Und die Witches kamen durch. Das ist sehr, sehr gut. Da platziert sogar einen weiteren Talentric, aber die kommen durch. Let's go, lass uns gewinnen. Let's go, wir haben gegen Talentric gewonnen. Schaut euch dann mal mein letztes Video an, wo ich euch die Update-Leaks zu der neuen Beach Crate in Toilet Toilet Fans zeige. Ansonsten, Leute, bleibt stark und ciao.